Osnabrück bis hierhin eigentlich mit einem sehr guten Auswärtsspiel, aber vorne glücklos, bis dann diese schwere Verletzung von Flamur Castrati kam, der mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. Hier nochmal das Duell Brenzka gegen Castrati. Sieht eigentlich gar nicht so tragisch aus, hat aber schlimme Folgen für den Osnabrücker. Schiedsrichter Marc Seemann bricht dann die Partie nicht ab. Osnabrücker und Cottbusser Spieler spielen sich daraufhin den Ball zu. Die restliche Zeit wird abgesessen, denn an Fußball kann jetzt natürlich keiner mehr denken. Cottbus schlägt Osnabrück mit 2:0. Doch das wollte am Ende keiner mehr wissen. Die Gedanken der Aktiven, der Zuschauer und der Unparteiischen waren am Ende bei Flamur Castrati. Gute Besserung an den Osnabrücker Angreifer. Noch nie war das Ergebnis im Fußball so nebensächlich wie heute.